Ja, hallo liebe Zuschauer, lieber Gopal, liebes JetzTV-Team. Wir haben wieder ein Interview mit dir, Gopal, was ich sehr gut finde. Hallo. Hallo zusammen, freut mich da zu sein. Gopal, ich habe gesehen, dass du wieder vermehrt quasi Beratung zum ehrlichen Mitteilen anbietest. Wahrscheinlich besteht da ein Bedarf. Könntest du vielleicht zusammenfassen, was so die größten Herausforderungen sind beim ehrlichen Mitteilen? Ja, also genau, es gibt so. Ich mache so Online-Angebote, wo einfach geübt wird und ich das korrigiere oder helfe, dass das korrekt gemacht wird. Eigentlich gibt es keine Herausforderung, eigentlich, weil es sind einfach nur drei Satzanfänge, die man einhalten muss. Also es ist eigentlich eben, eigentlich ist da gar nichts dabei. Aber es stellt sich eben halt raus, dass sozusagen das Unterbewusstsein sich immer wieder da dazwischen mogelt, eben damit eben diese Nähe, die eben entsteht, wenn ich es korrekt mache, nicht stattfindet. Und da gibt es einfach die tollsten oder die merkwürdigsten Vorgänge, zum Beispiel, dass Menschen einfach plötzlich die Satzanfänge nicht mehr nutzen, so wie sie vorgegeben sind. Oder plötzlich das nicht mehr verstehen oder Sätze so sagen, dass doch wieder Identifizierung mit dabei ist. Also es ist einfach ganz es ist einfach ganz, ganz verrückt auf eine Art, aber es ist sozusagen falsch kann man in dem Sinne ja nur was machen, wenn man die Satzanfänge nicht korrekt macht und darauf läuft alles raus. Und das ist für mich zu sehen, das wird einfach vom Unterbewusstsein gemacht, weil kein Erwachsener sozusagen als Erwachsener ist ja klar, wie das funktioniert, weil es ist letztlich ja so simpel, ja. Und da muss man dann sich auf eine Art zwingen. Also ich weise dann darauf hin, du, das ist jetzt nicht korrekt und dann, ach so, ja, stimmt. Und dann geht's weiter. Aber man muss sich halt selber da auf eine Art zu zwingen, da wirklich sich wirklich ganz bewusst zu sein und das zu bleiben und eben wirklich nur diese Satzanfänge zu nutzen, die das ehrliche Mitteilen vorgibt. Ist es nicht auch manchmal schwierig, zwischen zum Beispiel Gefühlen und Wahrnehmungen und Gedanken zu unterscheiden? Ja, das ja schon, aber das ist ja auch wieder nur ein Gedanke. Das ist ja etwas, was passiert. Mein Kopf denkt, dass ich gerade nicht weiß, ist es ein Gefühl oder ein Gedanke. Das macht ja gar nichts. Das ist ja kein Hindernis für EM. Also es gibt ja gar kein Hindernis für EM. Es gibt keins. Wir teilen das mit, was da ist. Na, und wenn wir versuchen jetzt, also nehmen wir an, wir wären in der Situation, wir wüssten jetzt nicht, ist es jetzt ein Gefühl oder ist, und wir fangen an, da rumzukämpfen, rumzumachen und dann sind wir ja aus dem EM raus, weil dann wir nicht mehr einfach ununterbrochen kommunizieren, was da ist. Dann versuchen wir, was zu machen oder was zu lösen oder was zu finden. Es geht darum, also alles mit da reinzubringen, also alles, was man selber vielleicht als Problem sieht oder als Schwierigkeit dabei. Also Alles, indem was man da es ist, da, ja. ja, was da ist. Auch Grenzen. Man muss keine Grenzen überschreiten. Das versteht der Verstand einfach nicht, weil das eben, wir kommunizieren eben aus diesem Bewusstsein, was jenseits von Körperempfindung, Gefühl und Gedanken ist. Und deswegen ist es völlig egal, was sich auf dieser Ebene abspielt. Wir kommunizieren, wir bleiben beim Kommunizieren. Es gibt nichts zu lösen, nichts zu finden, nicht näher zu kommen, nicht weiter weg, nicht mehr Distanz. Es ist überhaupt nichts zu tun oder zu verändern. Deswegen sage ich immer, ehrliches Mitteilen ist kein Weg. Das hat auch kein Ziel. Das ehrliche Mitteilen an sich ist schon das, was die Nervensysteme wollen und brauchen. Da gibt es nichts drüber hinaus und da gibt es auch nichts zu lösen oder ja, da gibt es auch keine Probleme. Die gibt's einfach nicht. Weil sich nichts ändern muss. Und wenn jetzt zwei Menschen das zusammen machen, dann ist ja keiner dabei, der jetzt darauf achtet. Soll dann der Partner auch damit darauf achten, dass eben die richtigen Worte genutzt werden, zum Beispiel? Ja, also der Partner, wenn man es selber nicht merkt, auf jeden Fall, macht Sinn, dass der Partner einen dann darauf hinweist. Aber wichtiger ist noch, dass man sich selber wirklich konzentriert und wirklich, das ist halt wirklich auch ein Bewusstseinstraining auf eine Art. Ich muss gucken, rede ich, spreche ich so, wie das vorgegeben ist. Und es ist für manche Menschen scheint es schwieriger zu sein als für andere.
Aber es nützt nichts, ja. Also das EM dient halt dazu, über die Art zu sprechen, eben einen Kontakt herzustellen. Also das ist eben der Hebel an der Stelle. Ich mache es nicht mit Körperkontakt, ich arbeite nicht über die Physis, ich arbeite auch nicht mit Energie oder mit sonst irgendwas, sondern ich stelle den Kontakt über die Kontrolle der Sprache her. So, und das muss ich halt wollen. Und da muss ich auch bereit sein, da mich immer wieder zu überprüfen. Und es ist wirklich erstaunlich, wie schwer das manchen fällt, ja, obwohl sie jetzt keine, sage ich mal, geistigen Einschränkungen haben oder zu jung sind oder sowas. Also es gibt keine logische Erklärung, warum ein erwachsener Organismus das nicht hinkriegen soll, eben außer eben, dass das Unterbewusstsein eben versucht, die Distanz aufrechtzuerhalten. Naja, aber das macht es halt eben. Ne? Kann man ja, das heißt ja Unbewusstsein, weil man es nicht bewusst ändern kann. Ne? Ja, aber wir sind, naja, doch, natürlich, wir sind nicht Opfer unseres Unterbewusstseins. Wenn ich als Erwachsener was möchte und das Unterbewusstsein funkt mir dazwischen, dann habe ich mehr Macht, wenn ich auf diesen äußeren Vorgang bestehe. Ja. Weil sonst hätten wir keine Chance. Dann wären wir wirklich dem ausgeliefert. Aber das ist ja eben der Witz, dass ich darüber eben diese Brücke herstelle, die normalerweise nur mit Hilfe von einem Spezialist, von einem Therapeut hergestellt werden kann, weil der verstehen muss, was im Unterbewusstsein passiert. Aber durch das EM, wenn ich das eben formal korrekt mache, dann brauche ich eben nicht verstehen, was in mir los ist oder warum und wie und so, ja. Sondern es ist einfach ein Werkzeug hier. Da geht's, also da, so läuft, also das ist der Weg. Wenn du das machst, dann kommst du auf der anderen Seite an. Ja, und wenn du das machen willst, dann machst du es. Und wenn du sagst, nein, kann ich nicht, verstehe ich nicht oder bin so schusselig oder so, okay, dann halt nicht. Dann braucht es vielleicht einen Therapeuten. Und wenn ich die Erfahrung habe, okay, ich würde das gerne machen, aber irgendwie mein Nervensystem spielt dann nicht mit. Das geht dann direkt in Erregung und dann werde ich ganz durcheinander und so weiter. Ja, ab einem bestimmten Grad von Traumatisierung brauchst du einen Therapeuten. Ja, das ist ja ein Selbsthilfewerkzeug. Und wenn das Setting selber für mich zu triggernd ist, dass mir der Frontalkortex offline geht, dann braucht es einen Therapeuten. Also die Voraussetzung ist, dass ja, es klingt halt so, man könnte es anders sagen, dass das Erwachsenenbewusstsein, dass die Orientierung hier jetzt in der Realität so weit aufrechterhalten wird, dass ich eben realisiere, ich bin hier nicht in Gefahr. Okay, meinetwegen reagiert das Nervensystem ein bisschen, aber ich muss hier vorne online bleiben, dann kann ich das machen. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann ist das Setting zu triggernd und dann habe ich keine Insel mehr, von der aus ich arbeiten kann und dann braucht es einen Therapeuten. Dann muss man andere Dinge machen, ja, die man so selber nicht machen kann. Und der Therapeut ist dann so eine Art Anker oder Insel, wie du sagst. Der Therapeut, aus meiner Sicht, das, was ich mache, kann ja nur sagen, was ich mache. Meine Aufgabe ist, dem Nervensystem verständlich zu machen, dass heute jetzt der Kontakt mit mir sicher ist. Und das geht in erster Linie dadurch, dass ich dem anderen System vermittle, dass es selber, dass derjenige selber physische Distanz selber steuern kann. Ja, und das kann man auch dann in die Erfahrung bringen. Das heißt, auf der untersten Ebene, rennt jemand aus dem Zimmer raus, ja. Und macht damit die Erfahrung, hey, die Fluchtreaktion ist möglich, ich kann das heute steuern, ich kann zumindest immer weg. Das ist sozusagen aus Nervensystemsicht die erste biologische Lösungsebene, Flucht. Ne? Und wenn das etabliert ist, dann hält es derjenige vielleicht ein bisschen länger aus und irgendwann reicht es dann zu sagen, hey, ich habe den Drang wegzugehen und so weiter. Und dann kann man sich von dort weiter ab vorarbeiten, bis der Kontakt als sicher erlebt wird und dann eigentlich Beziehungen, Kontakt und Austausch erst möglich ist. Und das ist auch was, wo viele Therapien scheitern, weil die diesen Schritt überspringen. Aber vor allem, das sind vor allem die traditionellen Therapieformen. Das ist ganz oft zu sehen. Ja, also da wird mit den Klienten irgendwas gemacht, was einer Ebene entspricht, wo das Nervensystem gar nicht ist. Das heißt, wenn jemand die Fluchtbewegung noch nicht in seinem System hat, kann ich nichts machen mit dem Klienten. Da kann ich Jahre mich an dem abarbeiten, da wird nichts sich groß ändern.
weil die Biologie niemals in den Kontakt mit der Realität kommt, weil keine Ruhe, der Eindruck von Sicherheit ankommt. Ja, und das kommt eben erst an, wenn ich mindestens die Fluchtbewegung etabliert habe. Wenn jemand erstarrt ist und unbewusst glaubt, er kann nicht weg und ist in Lebensgefahr, da kann ich mit dem so viel Gespräche führen, wie ich will. Da passiert gar nichts. Das ist eben sehr komplex. Ja, ich muss quasi, je nach Grad von Traumatisierung, muss ich andere Ebenen ansprechen und Schichten darunter zuerst und so. Das ist einfach, das kann man leider nicht in ein paar Sätzen erklären. Woher weißt du, dass es bei anderen Therapeuten so laufen kann, aus Berichten von Klienten, die dann zu dir kommen? Ja. Aber du selber hattest doch die Erfahrung, dass es mit der Therapeutin, die du dann gefunden hast, sehr einfach ging, ne? Ja, also einfach ist vielleicht übertrieben gesagt, aber diese Frau hat eben verstanden, was Trauma ist, wie das funktioniert und war auch entsprechend ausgebildet und konnte das auflösen. Deswegen hat das funktioniert, aber ich habe ja 30 Jahre vorher völlig sinnfreie Therapien gemacht, die mir quasi gar nicht geholfen haben und eine sogar geschafft. Hat. Ich setze ja deine Angebote bei uns in Newskasten. Da sehe ich, dass die manchmal so ein bisschen unregelmäßig sind, mal dann Wochen nichts und dann wieder mehr zusammen hintereinander die Online-Angebote. Ist das einfach dein Terminkalender, wie du das hinkriegst, oder hat das irgendwie andere Gründe? Aber da gibt es keine übergeordneten Gründe. Das ist wie was möglich ist, was sich ergibt. Ich habe auch noch Retreats und andere Termine und so. Und auch noch im Privatleben ab und zu vergesse ich meistens, aber das gibt es auch noch. Ja. Ja, dann erstmal Dankeschön. Dann hätte ich eine Frage, und zwar, ob auch, also beim ehrlichen Mitteilen geht es ja um Sprache eigentlich. Also da spricht man ja. Und wenn man jetzt vorsprachliche Traumatisierung hat, werden die trotzdem davon berührt? Ja, weil es spielt keine Rolle, was in der Vergangenheit war. Mhm. Weil es gibt ja keine Vergangenheit. Wir haben den Organismus so, wie er jetzt ist, und der kann sprechen. Der ist erwachsen, das Gehirn ist fertig entwickelt und die Sprache funktioniert und wir haben keine Vergangenheit vor uns, ne? Wir haben einen Erwachsenen jetzt hier. Und deswegen spielt es keine Rolle, was früher war. Aber natürlich gibt es Zusammenhänge, ne? Es ist halt so, je früher die Erfahrung von Trennung passiert ist, desto schwieriger ist es. Das glaube ich, kann man schon so sagen. Das sehe ich auch so. Aber es nützt nichts, ja. Oder ich formuliere es anders. Je später die Trennungserfahrung passiert ist, desto mehr Bezug hat derjenige zu dem Leiden, worunter er leidet und wie das zusammenhängt mit seinen Umgangsformen, mit dem, was er sagt, wie er in Beziehung tritt und so weiter. Also sozusagen, desto mehr ist das, wie man könnte sagen, hier oben angeordnet. Und je früher das ist, desto weniger Bezug hat derjenige zu seinem Problem. Also der erlebt das als was völlig Bizarres, als wo er überhaupt keinen Kontext für hat, wie nicht zu sich gehörig. Der versteht das überhaupt nicht, ja. Und oft zirkulieren die Leute dann wirklich Jahre, manche Jahrzehnte da drumherum um ein Symptom und kommen nicht weiter. Aber meine Erfahrung ist, und es ist wirklich meine Erfahrung, ich arbeite mit einigen schwerst traumatisierten Einzel, ja, in Ausnahmefällen mache ich das mal, über Jahre und Jahre und Jahre. Und es ist immer wieder das Gleiche zu sehen. Am Ende kommen wir auf die Beziehungsebene. Ne? Und es kann eben sein, dass da ganz viel dass das lange, lange, lange dauert, bis derjenige erleben kann, was in ihm in Bezug auf ein Gegenüber passiert. Das kann Jahre dauern, auch für mich, ja. Ich habe Menschen mit pränatalen Geschichten, ganz schlimme Sachen. Und da kann es Jahre dauern, hat es Jahre gedauert, bis jemand wirklich wegkommt von dem Symptom erleben und merkt, hier tut sich etwas in Bezug auf ein Gegenüber. Ne? Und wenn das anfängt, dann beginnt die Beziehungsebene. Vorher ist das ein reines Überlebensszenario des Organismus, ohne Kontext, ohne Bezug zu irgendwas, ein reines Herum,
rotieren und kämpfen und zappeln, aber völlig diffus und ohne Kontext. Und erst wenn das sozusagen beginnt, dann kann man sagen, kann man auf, dann beginnt diese Beziehungsarbeit und dann ist es eigentlich nicht mehr, dann sozusagen ist der größte Schritt gemacht. Und beim ehrlichen Mitteilen heißt es ja, ich spüre Angst. Warum nicht? Also ich fühle. Das Also ist beim Spüren, kein Gefühl, Angst, oder? ja, also bei Spüren, da sagen wir immer was und wo, das besteht immer aus zwei Teilen. Zum Beispiel, ich spüre Angst im Körper. Im Körper. Oder ich spüre Schmerz im rechten Knie. Also immer was, wo. Und für mich ist Angst kein Gefühl. Die Frage Ja, kommt immer genau. wieder. Ja. Ich habe aber auch kein Problem damit, wenn jemand das als Gefühl erlebt und sagt, ich fühle Angst. Letztlich geht es auch gar nicht drum. Es ist eigentlich egal. Diese Einteilung, diesen Ebenen, das soll einfach nur helfen, dass wir die Identifizierung, dass wir uns von der Identifizierung lösen. Aber aus meiner Sicht, oder ich erkläre es anders. Was sind Körperempfindungen? Was sind Gefühle? Körperempfindungen, wo wir sagen, wie ich spüre, das sind Zustände des Körpers, wo es keinen Bezug auf der Beziehungsebene zu einem Gegenüber gibt. Also, das heißt, Emotionen gibt es, spielen oder Emotionen sind erst da, wenn es eine Grundsicherheit gibt für den Körper, wenn der also nicht in Lebensgefahr ist und es ein soziales Beziehungsgefüge gibt, dann kommen Emotionen, dann tauchen die im Bewusstsein überhaupt erst auf. Unter Lebensgefahr habe ich keine Emotionen, weil das sind Hirnareale, die werden zum Überleben ja gar nicht gebraucht. Ich brauche zum Überleben also kein Agieren auf der Beziehungsebene, sondern da geht es um das Retten des Körpers. Und Angst, Stress, Erstarrung, ja, Schmerzen, Hitze, das ist für mich alles die Körperebene, weil Stress und Angst und Wut und Hass, ja, also Wut und Hass nicht, aber Stress und Angst, das sind Erregungspegel des autonomen Nervensystems und die dienen dazu, das Überleben des Körpers zu sichern. Und wenn ich sage, also für mich ist Angst einfach eine Steigerung von Stress. Das ist einfach ein Erregungspegel, wo ich gleichzeitig sozusagen, wo ich nicht handeln kann. Das ist ja diese sogenannte traumatische Zange. Ja, es besteht Lebensgefahr, aber ich kann nicht handeln. Dann erleben wir das, was wir Angst nennen. Und da geht es ums Überleben. Und deswegen sage ich, und das ist auch meine Wahrnehmung, das ist ein Körperzustand, das ist kein Gefühl. Und wenn dann die Handlung einsetzt, dann kann irgendwie Wut sein oder Traurigkeit oder also nach der Angst, das ist eigentlich auch egal, also. Also wir können das ja mal nehmen, Angst. Also wenn man das jetzt therapeutisch bearbeitet, wir müssen das auseinanderhalten zwischen EM und Therapie, ja. Also EM macht ja nichts, das ändert nichts, das ist nur reines Mitteilen. Aber wenn man jetzt therapeutisch mit Angst arbeitet, mich interessiert überhaupt nicht, was in der Vergangenheit los war oder warum oder welche Ängste, das ist eigentlich im Prinzip egal, weil wenn man da reinschaut, dann sehe ich immer das Gleiche. Derjenige projiziert heute eine Gefahr in den anderen und dadurch erschafft er den Zustand von Angst. Also er projiziert Gefahr und Ohnmacht und dadurch erschafft er den Zustand von Angst. Und wenn gar keiner da ist? Wenn was nicht da ist? Na, wenn gar kein anderer da ist, dann kann ich ja, dann mache ich das im Kopf irgendwie. Es läuft ununterbrochen Tag und Nacht. Das, auch wenn keiner da ist, dann nimmt das Unterbewusstsein den Nachbarn, der nicht da ist, oder den Weltuntergang oder ne, das, Ah wir ja. müssen projizieren, sonst der Druck zu projizieren ist so stark, dass das sogar mit Gegenständen läuft. Also ich kann auch mit Gegenständen mit Menschen arbeiten. Das System projiziert es auf Gegenstände. Ich frage dann zum Beispiel, wer in dem Raum, also welcher Gegenstand in diesem Raum stellt deine Angst dar oder die Gefahren, dann sagen die Leute das und dann kann man mit dem Gegenstand arbeiten. Also das ist wirklich massiv, dieser Druck zu projizieren. Also es Also geht wenn dann darum zu finden, was denke ich, dass ich jetzt so eine Angst habe? es geht darum, also ich hänge jetzt in der ersten Frage noch fest. Ja. Also ich wollte jetzt ein Beispiel machen, wie man mit Angst therapeutisch aus meiner Sicht umgehen kann. So da einfach mal ein Beispiel, weil es sonst einfach zu kompliziert wird und bleibt es so abstrakt. Also nehmen wir an, das mit der Angst. Ja, jemand hat Angst. So, der projiziert auf den anderen, dass da eine Gefahr besteht. Ja? Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel, derjenige projiziert, dass er angegriffen wird physisch. Ja? Und das ist sein Mechanismus, weil er vielleicht Gewalt als Kind erlebt hat.
um die Angst aufrechtzuerhalten. Jetzt macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, an dem Symptom zu arbeiten, zu versuchen, das Symptom wegzubekommen. Also ich arbeite überhaupt nicht auf der Symptomebene, sondern ich gucke immer nur, was projiziert derjenige so. Und wenn wir dann im Floating ein Gegenüber haben, ja, dann springt das natürlich auch an. Und der eine Teil, die ersten 50% der Auflösung ist überhaupt herauszufinden, was ich da projiziere, um meine Symptome zu erzeugen. Das ist manchmal nicht so einfach, weil das ist wie so unser blinder Fleck. Und wenn ich das aber habe, oh, das ist das. Damit erzeuge ich mir den Albtraum. Ich stell mir ständig vor, dass ich verlassen werde. Oder ich stelle mir ständig vor, dass mich jemand angreift, wenn der näher kommt. Das mache ich. Okay, und deswegen habe ich den ganzen Horror. Okay, für erste 50%, zweite 50%, den anderen fragen, ob das stimmt. Mein Kopf denkt, dass du mich jetzt angreifen willst. Stimmt das? Und dann kriegt er eine Antwort. Das ist die Floating-Arbeit. Das kann man nicht allein machen. Ja, und der Witz bei der ganzen Sache ist sogar, dass es völlig egal ist, was der andere sagt. Es spielt gar keine Rolle, ob der diese Projektion negiert oder sagt, du, ist es wirklich so? Also wenn der zum Beispiel sagen würde, nein, das stimmt nicht, ich habe nichts gegen dich, greife dich nicht an, dann klar, dann kommt was Neues ins Nervensystem, derjenige begreift, hey, diese Story, dass ich überall zu jeder Zeit angegriffen werde, da kann irgendwas nicht stimmen, weil die Information, die von außen kommt, die passt ja irgendwie nicht dazu. Die zweite Variante ist, der andere sagt, stimmt, ich fühle Wut und Hass und am liebsten würde ich dir an die Gurgel gehen. Was dann? Ne? Und der Witz ist eben, dass das egal ist, das macht nichts, weil wenn jemand so ist, in dem Zustand, dann projiziert der seinerseits was Illusorisches, weil beide wollen ja heilen. Das sind ja keine Verbrecher, die sind ja da, um zu heilen. Ja, also arbeitet man mit beiden Projektionen, dann lösen die sich auf beiden Seiten auf und dann ist Ruhe. So, und wenn das eben passiert ist, dann ist eben eine Verbindung entstanden, eine Bindungsfähigkeit, die derjenige noch nie hatte, seit der Kindheit, die das Nervensystem gar nicht kennt. Und dann ist der Treibstoff für die ganzen Symptome weg. Man kann nicht garantieren, dass sie weggehen, aber dieses quälende Leiden, was man da im Leben hatte vorher, das kann so in dieser Form, in dieser Massivität nie wieder auftreten. Also das heißt nicht, dass es dann ganz weg ist, aber so in dieser Massivität, in diesem Trennungshorror, kann man nicht mehr zurückgehen, weil einmal die Verbindung, der Zustand von Verbundensein ins Nervensystem reingekommen ist. Und daran wird sich das Unterbewusstsein, der Körper wird sich immer daran orientieren, weil der weiß plötzlich, das ist das, was ich gesucht habe mein Leben lang. Das ist es. So, und wie kriege ich mehr davon? Wie kann ich das machen im Alltag und so weiter? Ja, fühlt sich irgendwie freudig an, das zu hören. Ja, danke schön erstmal. Und Angst ist im Prinzip auch immer die eigene unterdrückte Wut. Ja? Also so eine Frage wäre dann auch, hast du ein Problem, wenn ich dir sage, dass ich Wut und Hass fühle? Dann kann man keine Angst haben, wenn diese Wut da ist. So. Wenn ich Wut und Hass, das Autonomiespektrum integriert habe, dann kann ich mich nicht als Opfer fühlen, dann kann ich keine Angst in meinem System erzeugen, das geht nicht. Natürlich können wir in der Realität Angst erleben, wenn es wieder real zu einer Umgebung kommt, zu einem Szenario, wo ich in Lebensgefahr und Ohnmacht bin. Klar, dann erlebe ich die Angst, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um eine illusorische Angst, die keine Entsprechung mehr im Außen hat. Und deswegen kann man sagen, deswegen sage ich auch manchmal, Angst ist dein Hass. Das ist das Gleiche. Auch Depression, genau das Gleiche. Depression, Stress, Angst, Hass, das ist alles sozusagen das gleiche Spektrum. Einmal direkt und einmal völlig verzerrt. Ja. Ich hätte eine Frage, wenn ihr mich hört. Ja. Und zwar zum Thema Depression. Gibt es nicht auch Depressionen, die einfach mit Trauer zu tun haben und wo es nicht um Hass geht, sondern erstmal um Trauern? Ist nicht meine Erfahrung. Also wenn ich Trauer unterdrücke, Es ist irgendwie nicht meine Erfahrung. Bei Depressionen ist immer diese Wutkomponente dabei. Das ist zumindest meine Erfahrung oder meine Sicht. Weil warum sollte ich Trauer unterdrücken? Das müsste ja einen Grund haben. Okay.
Aber ich meine, dass wenn ich jetzt die Trauer nicht unterdrücke, sondern einfach zum Beispiel trauere über den Verlust von irgendjemandem oder irgendwas, geht es dann darum, dass ich trotzdem an Wut und Hass rankommen muss? Ich Ich weiß nicht, verstehe die ob das Frage nicht. Es okay. gibt ja mit Trauer gar kein Problem. Ah, okay, also. Also ich verstehe das sozusagen dein Problem jetzt nicht. Vielleicht kannst du es noch irgendwie anders beschreiben. Ja, es fällt mir gerade schwer, irgendwie so mit, vielleicht in die Richtung, wenn ich jetzt mit jemandem rede über irgendwas und ja schon so eine Antriebslosigkeit habe, aber dann ist eher der Zugang zu Trauer da als zu Wut. Und was ist jetzt die Frage? Ja, muss ich die Trauer dann unterdrücken, um an die Wut ranzukommen? Ist vielleicht ein bisschen, ich Ich weiß verstehe nicht. die Frage nicht, wenn du traurig bist, wo, dann gibt es doch gar kein Problem, oder? Also irgendwie habe ich es noch nicht verstanden. Okay. Ja, okay, dann habe ich Oh. vielleicht das ganze Thema nicht richtig verstanden, weil ich dachte immer, um aus einer Depression rauszukommen, aber vielleicht ist meine Definition von Depression auch Ja, wenn du falsch. traurig bist, hast du ja keine Depression. Also wenn ich traurig bin, habe ich keine Depressionen. Okay. Ja, Trauer ist ein Gefühl, Depression ist kein Gefühl. Das ist ein Zustand, wo die Gefühle abgestellt sind. Okay, ja, das, ich glaube, das beantwortet schon so ein bisschen meine das Thema auf jeden Fall. Wenn ich Trauer fühle, ist das einfach Trauer. Das fühlt sich eigentlich sehr lösend an, ne? Das ist eigentlich ein schöner Zustand. Ja, da bin ich ganz nah bei mir. Das ist eigentlich was Heilsames, aber es kann halt sein, dass es keine echte Trauer ist, sondern eine reinszenierte. Ja, dass ich mit Gedanken eine Geschichte am Laufen habe, mit der ich meine eine Trauer künstlich zu erzeuge, um die Aggression auszublenden. Ja, das ist natürlich eine andere Geschichte. Okay. Noch eine andere Frage. Würdest du aktuell immer noch TRE empfehlen, also zittern, oder würdest du sagen, EM alleine reicht eigentlich für alles? Ich sage nicht, EM reicht wirklich, wir müssen das wirklich sauber auseinanderhalten. EM ist ein Selbsthilfewerkzeug, das reicht nicht für alles. EM ist ein reines Selbsthilfewerkzeug. Floating ist Traumatherapie. Ja? EM kann nicht schwere Traumatisierung auflösen. Das ist wirklich wichtig. Also das eine ist Therapie und das andere ist Selbsthilfe. Und ich sage immer, was immer euch anzieht, macht's, probiert's aus. Aus meiner Sicht kann TRE absolut hilfreich sein, aber ich habe halt versucht, den Kern, wirklich an den absoluten Kern der ganzen Geschichte ranzukommen. Und das ist, was ich sehe, was sich immer wieder zeigt, das sind eben, wenn man alles, wenn man da wirklich überall reinguckt, dann findet man bei allem am Ende eine dieser vier Grundgefahrenprojektionen. Der andere greift mich an, der andere verlässt mich, der andere manipuliert mich, der andere ignoriert mich. Das habe ich einfach herausgefunden. Und wenn ich das bearbeite, dann löst sich die ganze Kaskade von der emotionalen Komplettierung bis zur körperlichen Komplettierung. Das löst sich dann wie als Nebeneffekt automatisch auf. Aber wenn jemand sagt, ich will erstmal am Körper arbeiten, am autonomen Nervensystem, okay, warum nicht? Ja, hat für einige den Durchbruch gebracht. TRE ist eine gute Sache, genauso wie Somatic Experiencing, genauso wie NAM. Das sind alles gute Sachen, die funktionieren. Es gibt Sachen, die nicht gut sind und nicht funktionieren. Deren Namen werde ich jetzt hier nicht nennen. Aber man muss es ausprobieren, ja. Vielleicht, es ist ja auch so, dass das Nervensystem, das möchte ja, wie soll ich sagen, es möchte eigentlich Kontakt, es möchte Kontakt bei Sicherheit, aber den direkten Kontakt hält es nicht aus, weil es das als unsicher einstuft. Also kann es sein, dass es auch bei den Verfahren, die einen anziehen, erstmal drumherum navigiert. Ja? Also könnte es sein, ich leide, ich weiß nicht warum, und aber jetzt so ein direktes Gespräch mit dem Gopal oder mit dem Therapeut, ja, mag ich eigentlich nicht. Ich will erstmal für mich alleine irgendwas machen und dann mache ich vielleicht erstmal TRE und mache da meine Erfahrung. Und dann merke ich, ah ja, geht, es tut irgendwie gut, aber so ganz das Problem ist nicht gelöst. Dann denke ich, okay, vielleicht probiere ich mal SE oder Somatic Experiencing aus. Das ist zwar Therapie, aber ich muss mich da keinem Beziehungskontext aussetzen. Das ist keine Beziehungsarbeit, sondern es ist einfach jemand, der was mit mir macht, auf Körperebene meistens. Und dann kann es sein, dass es
einem besser geht, Dinge auch löst. Und dann merke ich vielleicht irgendwann, nee, ich muss mich trauen, irgendwann muss ich mich trauen, dahin zu gucken, was passiert in mir während dem Kontakt und im Verlauf einer längeren Beziehung, was passiert da in mir in Bezug auf den anderen. Und wenn ich an dem Punkt bin, dann sage ich, okay, jetzt muss ich mir jemanden suchen, der darauf spezialisiert ist. Und das kann ein Namentherapeut sein, es kann jemand aus dem Floating sein. Ja, aber dann geht es um die Beziehungsarbeit, um den Kern der ganzen Sache. Und darin wiederum ist meine Sicht eben, dass es nicht mal um Emotionen geht, sondern nur um diese vier Kernprojektionen. Okay. Danke. Ich hätte noch eine Frage zu dem, was Yvonne vorhin gesagt hat. Du hattest gesagt, dass man die Projektion quasi auch auf Gegenstände im Raum haben kann. Wie arbeitest du denn damit, wenn du quasi als Gegenüber da bist, aber der Klient dann quasi einen Gegenstand im Raum als Projektionsfläche nimmt? Nee, ich arbeite damit nicht. Ich arbeite im Floating-Setting, wo wir immer genug Auswahl an Projektionsflächen haben in Form so, von, ich hab das, von ich hab Menschen. Das vorhin so verstanden, dass du gesagt hast, ja, dann frage ich denjenigen, ja, was, welcher Gegenstand hier im Raum ist. Das so, als würdest du das Nee, das war nur ein Beispiel. Ich entgegenstanden. habe das mal Okay. punktuell gemacht in einer speziellen Situation, wo, ja, wo das gerade nicht anders ging. Deswegen, ich habe das einfach erwähnt, aber ich arbeite. Es macht ja auch keinen Sinn, so zu arbeiten. Wir haben ja genug Menschen. Ja. Ja, und wenn dann, wenn zu zweit kann man ja, kann derjenige, nimmt der mich sowieso dann als Projektionsfigur. Ja, das hatte mich nämlich ein bisschen Ja. irritiert, weil Nee, die Projektion ja dann direkt auf dich gehen würde, weil du ja der Einzige bist, der da ist, quasi. Ja, also ich arbeite nicht so. Ich arbeite nur mit Menschen. Ja, wenn sonst keiner eine Frage hat, dann würde ich gerne noch mal zu den Gefühlen fühlen. Was kannst du zu dem Satz sagen, Gefühle fühlt man mit dem Herzen? Das ist eine interessante Aussage, aber was machen wir jetzt damit? Ja, es kommt ja immer darauf an, wie man das erlebt. Also für mich ist da was Wahres dran, dass ich mit dem Herzen fühle. Und ja, dieser Zusammenhang zwischen Gefühle und Körper, da habe ich auch eine eigene Sicht. Vielleicht kannst du was dazu sagen, nämlich, dass die Gefühle auf der Gefühlsebene gefühlt werden, dass das eine eigene Ebene irgendwie ist, die auch schwer zu beschreiben ist, eben wenn, dann eben übers Herz, übers spirituelle Herz. Als Beispiel, ich bin mal morgens aufgewacht, da war totale Angst da, absolute Angst, nur Angst. Da war auch keiner eigentlich mehr da, der das fühlt, sondern da war nur Angst da. Und diese Angst, ja, wie soll ich sagen, die hatte auch keinen Platz im Körper oder so, sondern die war alles irgendwie. Und das hat eine Zeit lang angehalten und vielleicht ein paar Minuten oder so und dann war das wieder weg und dann ging es mir den ganzen Tag, habe ich selten so befreit gefühlt. Also da ist echt was passiert. Allein durch das Fühlen der Angst. Von daher auch mit der Angst und Wut, was du eben gesagt hast, konnte ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Also ich sage ja auch, dass die Gefühle eine eigene Ebene haben. Ne? Ich sage ja, EM besteht ja aus dem Mitteilen der drei Ebenen, Körperempfindung, Gefühle und Gedanken. Ne? Also ich sehe das auch, das ist eine eigene Ebene. Ich verstehe, also was, ich weiß jetzt nicht genau, auf was ich reagieren soll. Also was jetzt deine Aussage ist oder deine Frage. Existieren Gefühle unabhängig vom Körper? Also kann man Gefühle einfach auf der Gefühlsebene fühlen, ohne dass das was mit dem Körper zu tun hat? Ja, das für mich ist das so. Für mich ist das eine eigene Ebene. Ich fühle Gefühle auf der Gefühlsebene, nicht im Körper, weil im Körper spüre ich Körperempfindungen. Aber es gibt natürlich Wechselwirkungen, ne? Und vor allem auch mit dem Kopf vor allem. Ne? Das hängt alles miteinander zusammen. Ne? Ich kann über eine Geschichte im Kopf kann ich Gefühle erzeugen und Körperempfindungen. Ne? Über Körperempfindungen können Gefühle ausgelöst werden und Gedanken. Ne? Es geht in alle Richtungen.
Trotzdem sind es letztlich Ebenen, die auch unabhängig voneinander sind. Ja, ist, sag mal, Gefühle im Körper zu fühlen, ist das schon ein Zeichen dafür, dass man sie auf der Gefühlsebene selber nicht fühlen kann oder will in dem Moment? Ich weiß nicht, wie man Gefühle im Körper fühlen soll. Also Gefühle fühlt man Ja, auf der Gefühlsebene. Im Körper gut, sind es dann. Körperempfindungen. Okay. Weil ja, es gibt ja viele Leute, die sagen, fühl mal in deinem Bauch, da ist da Wut und Ja, das heißt, ich lenke den Fokus auf den physischen Bauch, auf die Empfindungen im Bauch, ja, und von dort spüre ich dann, was für ein Gefühl da ist. Aber es das heißt nicht, dass das Gefühl im Bauch, also dass das im Körper ist. Aus meiner Sicht. Aber also für mich ist es auch, für mich ist es nicht relevant, wo das jetzt genau ist. Also es gibt diese drei Ebenen und wir müssen gucken, wie erschaffen wir das Leiden, wie können wir es auflösen und ja, also das ist so mein Fokus. ja, und das Und es ist besorgt. natürlich so, vielleicht ganz kurz, noch ganz kurz, Ja. wenn wir die Wachstumsphase angucken, von der Zeugung bis zum Erwachsenen, dann ist natürlich so, je früher in der Entwicklung sind diese Ebenen nicht getrennt. Ja, also ganz früher gibt es sowieso noch keinen mentalen Kontext für inneres Erleben. Also ich bin kein Entwicklungspsychologe, aber der entsteht ja erst im Laufe, also nach den ersten Jahren überhaupt erst, entsteht ein mentaler Kontext über das, was ich erlebe. Und die Trennung von Gefühlen und Körperempfindung, die findet auch, also das Unterschied, dass das gemerkt wird, dass das was Unterschiedliches ist, das kommt auch erst im Laufe der Zeit. Und am Anfang, also das merkt man eben, wenn man mit früh traumatisierten Menschen arbeitet, die können das gar nicht sagen, worunter die leiden. Die sagen einfach, ich leide, ich habe Höllenqualen, ich kann dir gar nicht sagen, was das ist, ob das Körper ist, Emotion, gedanklich oder ein Mix davon oder was ganz was anderes. Es gibt keinen Bezugsrahmen dazu. Und Körper und Körperempfindung und Gefühle sind, die sind noch eher wie eins, ja. Und wenn wir erwachsen werden und das alles mehr oder weniger bearbeitet haben, dann können wir immer klarer sagen, das ist jetzt das auf der Ebene, das ist jetzt das auf der Ebene. Wenn ich das denke, dann erschaffe ich mir damit das und das im Körper und auf den Emotionen. Das wird dann wie alles klarer und ist wie so, also ich habe mehr den Kontext, was wo wie ist und wie das zusammenhängt. Und je früher eben Trauma passiert, desto größer ist das Durcheinander oder der Bezugsrahmen fehlt einfach. Ja, das Besondere bei den Gefühlen ist ja, dass die dann aber auch wieder eine körperliche Seite haben können. Ne? Wenn ich Freude fühle, fühle ich Energie im Körper, oder wenn ich Angst fühle, dann ist es ein Zusammenziehen. Ja. Ja, die Ebenen beeinflussen sich gegenseitig, ne? Okay. Aber der Ausgangspunkt, oder vielleicht noch mal kurz anders zusammengefasst, in der Entwicklungsphase vom Baby zum Erwachsenen haben wir erst, egal ob Trauma jetzt oder nicht, wir haben erst Erleben und dann bildet sich die Geschichte dazu. Ja, das Konzept. Also ich erlebe das, und was ist Erleben? Erleben ist Beziehungserleben. Ja, das ist das, worum es geht. Also das, was das Kind auf der Beziehungsebene erlebt, die Beziehungsmuster, das formt sich dann, also daraus bildet sich aus dieser Erfahrung, bildet sich im Laufe der Wachstumsphase ein mehr oder weniger bewusstes, oft unbewusstes Konzept, was Leben ist und was Beziehung ist. Ja. Und einfaches Beispiel, wenn ich als Kind Gewalt erlebe, dann kann es eben sein, dass sich im Laufe der Zeit die Idee abbildet, im Kopf, Nähe gleich Gewalt. Gewalt ist Nähe. Und Nähe gibt es nur mit Gewalt, das ist das Gleiche. Und das kann komplett unbewusst sein. So, das heißt, die Einsortierung oder der mentale Abdruck, sozusagen der Stempel, der entwickelt sich als Folge realer Erfahrungen. Also das ist ja kein nichts, was sich derjenige ausdenkt, sondern das ist das, was er erlebt hat. Und der hat nichts anderes erlebt. Der hat das und so bildet sich das dann ab. Und natürlich wird er das dann reinszenieren, weil er unbewusst denkt, Nähe geht nur mit Gewalt. Und wenn ich Gewalt erlebe, ist das Nähe. Das will ich ja. Ne? Also erlebt er immer wieder die Reinszenierung, merkt aber nicht, mit welcher Programmierung er das erschafft. Und
als Erwachsener ist es dann eben umgekehrt, weil das Szenario ist ja weg. Ich kann mir auch nette Menschen suchen, die keine Gewalt ausüben. Aber der Ausgangspunkt ist jetzt nicht mehr die Erfahrung in der Realität, sondern das ist das, was hier oben abgelegt ist. Da geht's dann eben los. Mein Kopf denkt, dass ich angegriffen werde bei Nähe. Und das wird zum Ausgangspunkt für das ganze Leben. Ja, was ich für Menschen in mein Leben ziehe, was ich für Umstände erschaffe, das geht dann alles von diesem einen Beziehungsgedanken aus. So, deswegen dreht sich das dann um. Ja, und ich erschaffe mir den ganzen Horror immer wieder, aber ich mache es eben von mir aus, vom Kopf aus. Und deswegen sage ich, das Zentrale, Wichtigste ist, dass wir an diese Gedanken rankommen, was wir da projizieren. Dann haben wir den Hauptschalter, den haben wir dann gefunden. Alleine dadurch, dass man das durchschaut. Wir sind 50% erledigt. Ja, dann gibt es schon eine große Erleichterung. Wenn mir klar wird, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ich bei Nähe in jedem Fall immer verlassen werde. Wenn ich das mal auf dem Schirm habe, dann ist 50% des Albtraums zu Ende. Und die anderen 50% ist das mit anderen Menschen zu teilen. Zu klären, ob es immer so ist, das in die Kommunikation zu bringen und dann eben zu erfahren, hey, irgendwas kann da nicht stimmen, weil wenn das stimmen würde, würde er die ganze Zeit weglaufen, würde ich ja ständig verlassen werden. Aber ich kann ja diesen Horror, ich halte den nur deswegen aufrecht, oder kann ich überhaupt nur aufrechterhalten, dadurch, dass ich das nicht in die Kommunikation bringe. Sonst würde mir das als abstruse Idee erscheinen. Ja, aber da ich das nicht mich getraut habe bisher vielleicht, oder auch eben das nicht wusste, was ich mir da eigentlich da dauernd ausdenke, erscheint mir das real. Ja, dieser Gedanke erscheint mir real. So erst wenn ich es ausformuliert habe und gefragt habe, ist das so, dann beginnt es eben zu bröckeln. Man kann nichts integrieren, was nicht kommuniziert wurde. Kommunikation ist die Integration. Ich komme nicht an der Kommunikation vorbei. Weil so alles, was nicht verarbeitet ist aus der Kindheit, kann ich nicht ohne Kommunikation integrieren. Das geht nicht. Aber das muss nicht immer jetzt in so einem formellen Rahmen wie bei EM sein, ne? Wenn ich das zum Beispiel mit meiner Partnerin kommuniziere, in dem Moment, wo es aktuell ist, dann ja, ist das genauso wichtig, würde ich sagen. Ja, ich bin jetzt eher so bei der Therapieschiene, ne? Also natürlich kann man, also im M stellen wir ja keine Fragen, ne? Da teilen wir nur mit, was da ist, ja. Und das funktioniert eben nur bis zum gewissen Grad an Traumatisierung. Ab einem gewissen Grad muss man eben das machen, was ich so beschrieben habe, ja. Dass man, dann geht's, wenn jemand massiv leidet, dann um dem zu helfen, muss ich dem helfen, dieses Konzept zu finden und in die Kommunikation zu bringen. Das ist halt keine EM, ne? Das ist Traumatherapie. Kann das denn sein, dass man so überzeugt von der Projektion ist, dass man gar nicht drauf kommt, dass es eine Projektion ist? Also, dass man demjenigen dann auch gar nicht dabei helfen kann, die zu finden, sondern dass das so eine Art Wahn ist, in dem man dann drin steckt und man sieht, man kommt einfach nicht dran. Ja, das ist immer so. Das ist immer so. Es ist eine Art Wahn und man ist so zutiefst davon überzeugt, dass man gar nicht auf die Idee kommt, dass das nicht sein könnte. Ja, und man weiß ja oft nicht mal, was man da genau sich ausdenkt, sondern das ist ein Gefühlsraum, wie eine universelle Wahrheit wird das erlebt als universale gefühlte Wahrheit, die man nicht mal hinterfragen kann. Und ich merke gar nicht, dass ich das mit einem Gedanken erzeuge, der aber mit der Realität heute vielleicht gar nichts mehr zu tun hat. Also im Prinzip, das ist im Prinzip immer so. Aber es gibt eben Menschen, die leiden so sehr, dass sie sagen, hey, ich brauche Hilfe, ist mir jetzt egal, ich brauche Hilfe, mach was. So, und dann, okay, dann lass uns da hingucken und dann gibt es trotzdem immer noch oft viel Widerstand da dagegen. Das ganze System wehrt sich dagegen, diesen Gedanken zu finden, weil wenn er gefunden ist, ist das Ding erledigt. Ja? Also sagt das Abwehrsystem eben, das möchten wir jetzt aber nicht dahin zu gucken. Ne? Und dann kommt es halt drauf an, wie groß ist der Anteil in demjenigen, der heilen möchte und wie groß ist der Anteil, der eben in dem Alten bleiben möchte. Und wenn der Anteil, der heilen möchte, groß genug ist, dann helfe ich demjenigen, das zu finden. Und das funktioniert auch. Und in seltenen Fällen ist das nicht so. Da ist dann nur der Teil, der heilen
will, ist nur so eine kleine Spitze auf so einer riesigen, auf so einem riesigen Eisberg, und dann ist das Gesamtsystem stärker und verweigert und torpediert dann eben den Prozess. Ja, dann muss man anders arbeiten. Also die Floating-Arbeit, dieses Verfahren, setzt an bei Menschen, die wirklich genug Anteil haben und bereit sind, sozusagen dahin zu gucken. Und wenn das Abwehrsystem einfach so stark ist, so überwältigend, dann muss man im Einzelsetting arbeiten, dann muss man anders vorgehen. Das ist dann was dann halt länger dauert. Und das Floating zielt halt mit direkt auf die Ursache und die Lösung. Ist denn deine Frage, die hin und wieder in so einem Floating-Prozess kommt, so, macht dir das Spaß, so eine Provokation, um denjenigen da rauszuholen? Oder, weil ich das schon öfter mal gehört habe, auch so in den Einzelsettings, was du gesagt hast, also möchtest du mehr davon, oder? Das kann ich jetzt so pauschal nicht sagen. Ich reagiere oder agiere immer in Bezug auf ein individuelles System und wie das aufgebaut ist. Es kann sein, dass ich das nutze, um demjenigen einen Widerspruch klar zu machen, ja, dass da vielleicht Leiden ist, aber derjenige tut so, als wäre da kein Leiden, oder dass da vielleicht ein Antrieb für was ist und derjenige tut so, da wäre kein Antrieb. Ja, also dass das einen Widerspruch in ihm erlebbar macht, ja, und dadurch dann er merkt, hey, ja, stimmt, eigentlich fühle ich Wut, eigentlich will ich das gar nicht, ja. Weil es gibt Menschen, die wissen zum Beispiel gar nicht, ob sie überhaupt heil werden wollen. Die sind so mit dem Leiden identifiziert, dass sie das gar nicht sagen können, ich möchte raus aus dem Leiden. Ja, weil ja dann auch die ganze Identifikation wegfallen würde und dann wäre alles weg, was man, woran man sich festgehalten hat. Ja, und weil man vielleicht keinen Bezugsrahmen hat, weil man überhaupt keinen anderen Bezugsrahmen hat, weil man nur das kennt und weiß gar nicht, was diese Frage eigentlich bedeutet. Man weiß ja nur, dass man leidet, wenn man schon mal sowas wie Nichtleiden erlebt hat. Sonst ist das ja alles nicht greifbar, ne? Und um aus dem Leiden rauszuwollen, braucht es es braucht eine Reibung. Ja, und es gibt Systeme, die tun so, als wären sie mit allem eins. Ja, nein, ich leide nicht oder ich weiß nicht. Die erleben sich als rund und kohärent, obwohl das natürlich nicht stimmt. Und den Menschen kann man letztlich so erstmal nicht helfen. Die müssen im Leben erstmal wirklich weiter leiden, bis sie zu der Erkenntnis kommen. Ja, ich halte das nicht mehr aus. Nein, ich will das nicht mehr. Da gibt's dann wie so ein, da beginnt dann so eine Gegenbewegung. Moment mal, also wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich, ich möchte das nicht mehr. Und also beschreibst du gerade die Verschmelzungsstruktur? Ich beschreibe nur. Also gar nicht. Nein, okay. Nein, hat damit nichts zu tun. Ich beschreibe einfach ein System, was noch keine Gegenbewegung in sich hat oder erlebt, ja. Und dann gibt es keine Möglichkeit, da anzusetzen. Ja, das ist wie wenn jemand kommt und sagt, kommt in ein Reisebüro und sagt, er will gar keinen Urlaub. Da kann man nichts machen, ja. Aber so ist das wirklich, ja. Und das kann sein, dass so eine Frage dann dazu dient, demjenigen bewusst zu machen, dass da eine Reibung ist, dass er das eigentlich, hey, sag mal, du haust jeden Tag mal Hammer gegen den Schädel, es blutet und du hast ja alles voll Frakturen. Sag mal, also macht dir das Spaß? Willst du noch mehr davon? Ja. Und dann kann es sein, dass derjenige merkt, nein, ich mag das eigentlich nicht. Und dann kann da was neu strukturiert werden. Danke. Hallo, ich hätte eine Frage. Ja, interessant, ne? Diese Sekundärgewinn. Lorena, ich kann dich kaum verstehen. Kannst du ein bisschen lauter sprechen, oder? Ja, interessant, dieser Sekundärgewinn, der da jetzt eben angesprochen wurde. Ne? Das ist ja dann auch wichtig, erstmal herauszuarbeiten, was für einen Sekundärgewinn habe ich denn, wenn ich daran festhalte. Eine Frage, wenn man jetzt im Konsens mit jemandem ist, der vielleicht auch kognitiv überhaupt nicht mehr in der Lage ist, ich
denke jetzt an so Alltagsbegleitung mit Menschen, die Kriegstraumata erlebt haben, ne? Was sich ja dann oftmals mit beginnender Alzheimer-Demenz noch verstärkt, die dann aber gar nicht mehr in der Lage sind, daran zu kommen, ne? Daran festhalten, oder Menschen, von denen man im Kontext merkt, okay, da ist eine starke, oder auch weiß, da ist eine Traumatisierung da, die wollen da aber noch nicht rangehen, ne? Die dann dazu zu motivieren. Bringt es dann auch was, wenn man da als Therapeut oder Gesprächspartner zum Beispiel diese ehrliche Kommunikation oder dieses ehrliche Mitteilen anwendet? Also wenn ich jetzt das vorlebe quasi, dass der andere dann mitgeht und durch diese Spiegelung dann da auch dazu bereit ist, damit einzusteigen oder diese Art der Kommunikation anzunehmen für sich? Also ich mache mit Menschen nichts, was sie nicht wollen. Also wenn jemand keine Therapie, keine Transformation möchte, lasse ich die in Ruhe. Also warum sollte ich? Das wäre eine Grenzüberschreitung. Also vielleicht kannst du mal gucken, was deine Motivation ist, da in dem Gegenüber was zu verändern. Also warum eigentlich, ne? Was hat es mit dir zu tun, wenn jemand keine Veränderung will, wenn der so bleiben will? Also such dir doch Menschen, die so sind, wie du möchtest. Also weißt du, was ich meine? Das macht dir irgendwie nicht so viel Sinn. Also wenn jemand Therapie will, dann kommt er und sagt, und dann wird das auch klar, dann arbeite ich mit dem. Und wer das nicht will, der macht was anderes. Aber ich arbeite nicht, ich verändere keine Menschen gegen ihren Willen. Also. Ja, so war das jetzt nicht gemeint, zum Beispiel, sondern eher, wenn du jetzt beruflich im Kontext bist, wie zum Beispiel Alltagsbetreuerin oder Alltagsbegleiterin von dementen Menschen, ne, die dann ihre Traumata auf die Betreuerin oder den Betreuer spiegeln, ne, kann ich dann diesen Betreuer zum Beispiel das an die Hand geben, guck mal, wenn wir vielleicht mit den Klienten oder zu betreuenden so und so sprichst, ne? Oder Menschen, die quasi jetzt einen demenzkranken Elternteil haben, ne? die dann gerne als Projektionsfläche dienen, ne? Das meinte ich eher. Als Hilfestellung für die. Für was denn? Was soll, warum, warum willst du, warum sollen sich Menschen ändern? Das, also habe ich noch nicht verstanden. Ein Alzheimer-Patient will doch gar, da ist ja niemand mehr, der will doch gar keine Veränderung. Oder habe ich da was nicht verstanden? Es geht eher jetzt um jetzt zum Beispiel den Sohn oder die Tochter, der halt immer wieder herhalten muss, weil derjenige dann als Stellvertreter dient. Na, für den vermeintlichen Feind von früher. Das meinte ich jetzt eher. Ja, das ist so. Und? Also, wenn die Tochter denjenigen nicht pflegen kann oder nicht pflegen will, dann muss sie das ändern. Okay. Also einfach rausgehen und nicht versuchen, dann durch eine andere Art der Kommunikation vielleicht da Erleichterung in der Kommunikation mit dem Pflegebedürfnis. Mit jemand, der das gar nicht will. Wie soll das gehen? Also. Schwierig, ja. Weißt du, das ist der ganze, weißt du, das ist, wir haben die Wahl heute. Wir suchen, als Erwachsene können wir hingehen, wo wir hingehen wollen, mit den Menschen Kontakt haben, mit denen wir Kontakt haben wollen. Es gibt keinen Grund, sich mit Demenzpatienten zu beschäftigen, wenn wir das gar nicht aushalten oder wenn wir die ändern wollen. Also das ist dann wie eine Reinszenierung. Ja, ich suche mir wieder, auch im Berufsfeld, ich suche mir Gegenüber, die nicht voll kommunikationsfähig sind. Also kann sein, dass das eine Reinszenierung ist, ne? Und dann sage ich, hey, das wäre dann so eine Frage wie eben, gefällt dir das? Magst du mit Menschen Kontakt haben, die dich nicht hören, die dich nicht verstehen, die außergehen gegen dich? Magst du das wirklich? Also ist das das, was du wirklich willst? Und dann merken die vielleicht, hey, also ganz ehrlich, nee, eigentlich leide ich dort drunter, ich mag das eigentlich nicht, ne? Und dann also sage ich, okay. Dann eher dem Pfleger sagen, dann wechsel halt deinen Beruf, wenn du damit nicht klarkommst. Oder ja, dann absolut. Lass halt dein, oder dann gib deine Mutter jetzt halt eben ins Pflegeheim, wenn du nicht damit klarkommst, wie die mit dir redet. Ich kann ja nicht mehr Erwachsenen sagen, was er tun soll. Das muss er selber entscheiden. Ich kann nur ihm helfen, rauszufinden, ob das das ist, was er wirklich will. Und wenn nicht, dann muss er als Erwachsener für sich eine Lösung finden. Das kann ich, da kann ich ihm auf der äußeren Ebene nicht helfen. Na, und natürlich kann man EM oder im Altersheim oder so kann man das, gibt es ja auch Menschen, die das
machen, dann gibt es eine Verbesserung. Aber sobald ich dabei bin, jemanden ändern zu wollen, damit es mir besser geht, dann bin ich auf dünnem Eis. Ja, und dann das, also dann sage ich, guck mal lieber, was da jetzt eigentlich läuft, weil vielleicht lässt er sich gar nicht ändern, dann leidest du. Ne? Und wozu sich abarbeiten, wenn es doch viele tolle Menschen gibt? Ich würde das gerne noch mal ganz kurz aufgreifen. Also du hattest gesagt, sobald ich dabei bin, jemanden zu verändern, der das gar nicht will, damit es mir besser geht, ne, bin ich dann schon bei Manipulation, ne? Ja. Ja. Das dient dazu, dass eigene Gefühle unterdrückt werden können, ne? Unterdrückt Statt werden. zu sagen, ich fühle Wut und Hass, ne? Soll der Versuch, andere den anders anderen sein? zu verändern, dass er lieb ist, damit der Hass nicht aufsteigt. Ein Beispiel. Ja. Danke. Es ist so tief eingebrannt, diese Sachen. Ich wundere mich ja selber immer, wenn ich das sehe und oder höre. Das ist einfach das tiefste Erleben, was wir haben nach der Überlebensebene, diese Bindungsebene. Und das System trickst uns aus nach allen Regeln der Kunst. Und das wirkt so überzeugend. Das wirkt alles so überzeugend. Deswegen ist es so wichtig, dass wir da als Kollektiv halt auch lernen, hinzugucken und uns gegenseitig helfen. Hey, was läuft denn da gerade eigentlich wirklich, ne? Und auch Therapeut zu werden, das ist das Gleiche, ja. Warum werde ich Therapeut? Warum tue ich mir das an? Wozu? Das hat Gründe. Das hat Gründe. Und gerade als Therapeut ist wichtig, dass man weiß, warum man das macht. Kannst du Könnte auch dazu zum ein bisschen Beispiel. was sagen, also warum man das macht und ich hatte das mal in einem Interview von dir auch gehört, dass das häufig eine Hilflosigkeit oder eine erlebte Hilflosigkeit dieser Menschen ist, dass die dann so einen Beruf wählen, also so einen helfenden Beruf, Das habe ich nicht gesagt. Ich so habe in der gesagt, dass Art. ich habe gesagt, dass Hilflosigkeit, also die Position von Hilflosigkeit in der Therapie, die häufig so einer der häufigsten Anlässe für die Gegenübertragung ist. Das hat jetzt aber nicht unbedingt direkt was mit der Motivation zu tun, Therapeut zu werden. Kann, Ah, so, aber okay. das hat jetzt damit nichts zu tun. Ja, also also natürlich gibt es da einen Zusammenhang, aber was ich da gemeint habe, ist, dass die meisten oder ich sage mal, das Hauptproblem von Therapeuten ist, dass sie die Hilflosigkeit nicht aushalten, weil das mit ihrer Rolle und damit natürlich mit der Motivation, warum sie diesen Job machen, kollidiert. Ne? Das ist einfach vielleicht, ja, wenn ich zum Beispiel Therapeut werde, um Macht und Kontrolle bei Nähe erleben zu können, und der Klient bringt mich dann in den Zustand von Hilflosigkeit, dann kollidiert da ja was. Und dann schlittere ich in die Gegenübertragung und fange an, da zu kämpfen oder mich zurückzuziehen. Aber wenn ich dem Klienten dann mitteilen würde, dass ich mich hilflos fühle. Ja, aber was glaubst du, wie viele Therapeuten das können? Das sind nicht so viele. Ja, es gibt nicht so viele Therapeuten, die das aushalten, dass eine Beziehung scheitert, die durch das Scheitern durchgehen können und sagen können, ich fühle mich hilflos, ich fühle mich ohnmächtig, ich fühle Wut, ich denke, ich kann ihnen gar nicht helfen. Ja, ein Großteil kann das nicht. Die kommen in dieser Rolle, also die nehmen diese Rolle ein, diese Position, um für sich einen Beziehungs Muster erleben Gefälle. zu können, ja, wo sie sich gut fühlen. Und wenn das gefährdet wird, eben durch solche Dinge, ja, dann wehrt der Therapeut das ab. Oder kann sein, dass er es abwehrt, ne? Also, dass dann quasi dieses Machtgefälle dann nicht mehr da ist und man sich eigentlich hilflos fühlt und dann muss man das abwehren. Zum Beispiel, ja. Wenn ich zum Beispiel denke, dass ich immer die Kontrolle habe, alles machen kann, alles im Griff habe, immer helfen kann. Und der Klient lässt mich komplett an die Wand fahren. Ja, mit allen meinen Dingen, die ich tue. Also, weil solange ich als Therapeut noch im Tun bin, ja, bin ich ja immer, brauche ich selber noch Therapie, weil dann bin ich noch nicht auf der Beziehungsebene. Erst wenn der Therapeut wirklich auf der Beziehungsebene bleiben kann, dann ist er durch das alles nicht mehr gefährdet. Ja, weil dann kann er wirklich im Kontakt bleiben. Aber viele, die hängen noch im Tun, die wollen Methoden anwenden, die wollen dem Klienten helfen, ne? Dem Klienten helfen zu wollen, ist
sind wir schon raus aus dem Beziehungskontext. Ist keine Therapie mehr letztlich. Weil dann bin ich bei einer Strategie und nicht mehr im Kontakt, ne? Opa, ist es dir selber auch ganz klar, warum du das machst, was du machst? Einigermaßen, ja. Kannst du das kommunizieren oder ist das zu privat? Ja, also es sind so, es gibt Sachen, die sage ich nicht in der Öffentlichkeit, die, weil das vielleicht einfach nicht förderlich ist. Also es sind Sachen, die würde ich lieber gerne für mich behalten. Aber dann hätte ich doch noch eine Frage. Und zwar, ich weiß ja, dass du morgens immer meditierst. Und machst du das immer noch so? Und ja, was ist das für eine Erfahrung für dich? Ich sitze da und es passiert nichts. Passiert. Ich sehe keine Lichter und nichts. Ich sitze einfach. Manchmal fühlt es sich gut an, manchmal neutral, manchmal nicht so gut. Ich weiß nicht mal genau, warum ich das mache. Und würdest du das jedem Menschen empfehlen, also auch wenn jetzt Traumatisierungen noch da sind, dass man trotzdem meditieren kann? Man kann nicht so pauschale Sachen sagen. Das ist einfach ganz schwierig. Es kann sein, wenn du jemanden, der schwer traumatisiert ist, sagen kannst, ja, setz dich morgens hin zur Meditation, dann kriegt der morgens ein Flashback und muss in die Klinik. Oh. Es ist einfach problematisch, solche pauschalen Aussagen. Generell, ja, spricht da nichts dagegen. Ja, das merkt man wahrscheinlich auch selbst, was da, ob das zu viel ist oder nicht, ne? Ja. Ja, danke. Doch, ich hätte auch noch eine Sache. Und zwar im Satsang-Bereich heißt es oft, öfters mal, du musst die Gefühle für dich alleine fühlen. Also du brauchst es noch nicht mal jemand anders sagen. Also fühle es für dich durch und gut ist. Ab einem gewissen Grad von Beziehungsfähigkeit und Heilung geht das. Geht. Aber es macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn, weil wir haben ja überall Gegenüber. Wir wollen ja nahe Beziehungen. Das ist die Ebene von diesem Körper-Geist-System. Wir haben ein Säugetier-Nervensystem. Ja, warum? Ich kann auch, wenn ich bestimmte yogische Praktiken mache, dann komme ich ohne Wasser und Essen aus. Klar, kann ich machen. Aber wozu? Wozu? Ich esse gern. Und ich weiß nicht, ob jetzt Lichtnahrung mich irgend weiterbringt oder irgendwo hinbringt, was besser ist als, also ich habe einen Körper und der möchte gerne essen. Das will der. Also warum soll ich das vielleicht auch, umgehen? Um den anderen nicht zu nerven damit. Das sind wir jetzt wieder bei, nein, das ist jetzt die Kindheit. Ja. Das ist jetzt komplett Kindheit. In einem Satz die ganze Kindheit ausgedrückt. Mein Kopf denkt, wenn ich dir sage, welches Gefühl bei mir da ist, und da geht es immer um Trauer oder Wut, dann löst das bei dir Wut aus und du kannst über diese Wut nicht sprechen, deswegen musst du ausagieren und das heißt, du greifst mich an, verlässt mich, manipulierst mich oder ignorierst mich. Ja, und das müssen wir uns angucken, weil wenn das durchleuchtet ist, dann hört dieser ganze, diese ganzen Aktivitäten verzweifelt irgendwas alleine bewältigen zu wollen, ein Pol und der andere Pol verzweifelt ein Gegenüber erreichen zu wollen, auf, dann kann ich einfach in Kontakt gehen und ich verstehe, ich will einfach nur Kontakt und es gibt überall Menschen, ich kann das überall haben, was ich brauche, was ich nicht bekommen habe als Kind, es gibt überhaupt kein Problem mehr, dann hört der ganze Antrieb, was lösen zu wollen oder irgendwo hin zu wollen oder sogar erleuchtet werden zu wollen, hört auf, weil das Ding ist dann zufrieden, ne? Und vielleicht passiert dann noch darüber hinaus was, aber das Tun hört auf im Kopf, das Tun hört auf. Und ja, also entweder geht die Energie in den Kopf, dann geht es ums Denken, Pläne, Strategien oder es geht in den Körper, in Körpersymptome. Ne, diese zwei Hauptaufspaltungen. Ne, und wenn ich zurückkomme auf die auf den Kontakt, dann fließt die Energie eben hier rüber und nicht mehr in Körpersymptome oder Gedankenbewegungen. Dann ist ein Fluss da, der irgendwie okay ist. Ja, ich meine, die Fachleute sagen dann Regulation, ne? Dann sagt das autonome Nervensystem, jetzt ist sicher, jetzt kann ich mich entspannen. Ja. Wenn ich mich entspanne, gibt es keinen Druck mehr, keinen biologischen Druck, im Außen etwas ändern zu
wollen. Ja, wenn ich hungrig bin, dann habe ich biologischen Druck, Nahrung zu finden. Wenn ich in Gefahr bin, dann hat dieser Körper Druck, die äußere Situation so zu lösen, dass die Gefahr vorbei ist. Da ist biologischer Antrieb dahinter. Das Ding ist, bei diesen ganzen Sachen, wo wir heute sprechen, da gibt es ja keine Entsprechung mehr im Außen. Das erschaffen wir, wie gesagt, mit den Gedanken. Wenn das real außen wäre, dann wäre das ja alles, würde ja noch irgendwie einen Sinn machen, aber es gibt ja im Außen nichts mehr. Naja, also so richtig sicher finde ich die Gesellschaft im Moment nicht. Also, jetzt hier. Jetzt hier. Ist immer nur jetzt hier. Und wenn Gefahr. Ja, aber das ist gut, dass du es ansprichst. Was ist Gefahr? Ne? Gefahr ist nicht eine Idee, dass etwas passieren könnte, irgendwo. Das ist keine Gefahr, sondern das ist eine Bewegung hier oben. Wenn Gefahr besteht, dann nehmen wir das nicht hier oben wahr über die Gedanken, sondern über die Sinneseindrücke, sehen und hören vor allem und meinetwegen noch riechen. Und dann bewegt sich etwas auf uns zu, was das physische Überleben gefährdet. Und zwar jetzt, ja. Das heißt, wenn ich jetzt einer Feuersbrunst ausgesetzt bin, dann bin ich in Gefahr. Oder wenn jemand mit einem Messer jetzt auf mich zurennt, dann bin ich in Gefahr. Wenn da nur jemand komisch aussieht oder ich sage, der sieht gefährlich aus, der macht aber nichts, bin ich nicht in Gefahr. Also das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Und das kann man auch nicht fühlen mit irgendwelchen medialen Kanälen. Sondern das sind einfach Sinneseindrücke. Sehe ich eine Feuersbrunst? Ja oder nein? Ne? Sehe ich jemand mit einem blutigen Messer? Ja oder nein? Und sonst verirren wir uns in den ganzen Vorstellungen und Wahrnehmungen. Aber was ist denn jetzt real? Und es geht immer darum, jetzt hier besteht eine Gefahr für das physische Überleben dieses Körpers. Das ist das, was der Körper für sich klären will. Und das ist ja eigentlich was Simples. Nur das ist überlagert mit den nicht verarbeiteten Erfahrungen aus der Kindheit, die dann projiziert werden. Dann haben wir ein Durcheinander, ja. Da sieht jemand aus, wie früher irgendwas, da matchen Muster und dann sagt mein Körper Lebensgefahr. Aber im Außen ist ja gar keine Lebensgefahr, weil der gerade gar nichts tut. Und das muss man halt dann auseinanderbekommen. Mhm. Okay, danke. Du, da möchte ich aber doch nochmal kurz einhaken. Und zwar, was du sagst, da habe ich ein Ja dazu. Also Bezug auf Gefahr, 99,9999 Fällen und vor allen Dingen, solange man in einer friedlichen Gesellschaft lebt. Aber zum Beispiel, jetzt werden vielleicht Gesetze gemacht, die mich später bedrohen können. Mhm. Und es gibt auch Gefahren, die passieren schon, nicht in der Weise, dass ich sie gerade vor mir sehe, ganz konkret, sondern die zum Beispiel vorbereitet werden und wo dann ein direktes Reagieren vielleicht nicht mehr möglich ist. Ja, absolut. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass sich Deutschland in eine Diktatur verwandelt, dann macht es vielleicht Sinn zu gucken, ob es Länder gibt, die eher russlandfreundlich sind und ich dann auswandere, ne, zum Beispiel. Das ist Macht der Erwachsene im Kontakt mit der Realität. Auf jeden Fall. Also es gibt schon Gefahren, die vielleicht irgendwie da sind, aber die nicht jetzt so wie eine Feuersbrunst direkt vor mir stehen. Und Es ist ja auch nicht unbedingt eine reale Gefahr für das Überleben, sondern es kann sein, dass ich in Lebensumstände komme, die unangenehm sind. Eine Gefahr ist klar definiert. Eine Gefahr ist eine aktuelle, akute Bedrohung für das physische Überleben. Wenn mein Tod droht, das ist Gefahr. Ja. Und ich kann sterben durch Verbrennen, Ersticken, Verbluten, vergiftet werden. Ne? Das sind Gefahren. Alles andere sind schwierige, unangenehme, leidbringende Lebensumstände, aber nicht unbedingt Gefahr für den Körper. Und trotzdem kann ich ja als Erwachsener mein Leben so steuern, dass es mir möglichst gut geht. Ne? Aber wir sind, was bei Traumatisierten oft ist, ist eben, dass das durcheinander gebracht wird. Dass es Reaktionen im Organismus gibt, die keine Entsprechung im Außen haben. Also wenn ich zum Beispiel abends unterwegs bin und da laufen Leute und ich erkenne das Gesicht nicht und ich kriege dann eine Panikattacke. Das ergibt keinen Sinn. Weil Leute, die da einfach langlaufen, wo ich das Gesicht nicht erkenne, da ist keine akute Gefahr für meinen Körper. Und da macht eine Panikreaktion überhaupt keinen Sinn. Das hat nichts mit diesem Setting zu tun, sondern das kommt dann aus der Kindheit. Da wird irgendwas angetriggert, was nicht verarbeitet wurde. Und ich bin immer am Projizieren meiner Kindheit. Immer. Ich bin immer am Projizieren dessen, was ich nicht verarbeitet habe.
auf zukünftige politische Umstände. Das ist nichts weiter als eine Projektion der Kindheit. Dann projiziere ich halt die Ohnmacht auf ein globales System, was irgendwann in der Zukunft vielleicht passieren würde. Dann habe ich eine Beziehungskonstellation, wie ich sie vielleicht früher hatte, projiziere ich in die Zukunft. Dann hänge ich wieder da drin. Ja, das hat ja gar nichts damit zu tun, ob das real dann außen so ist oder nicht. Ja, oder typisches Beispiel aus der Traumatherapie, da höre ich dann zum Beispiel, ja, mit dir ist es jetzt sicher, aber was ist nachher da draußen? Ne? Das passiert, damit hält der Organismus das Beziehungsmuster aufrecht. Weil mit mir jetzt ist es sicher, dann müsste sich das hier aktualisieren und um dem zu entgehen, wird einfach gesagt, wird es zeitlich oder örtlich versetzt. Ja, aber der Nachbar, der könnte mich doch umbringen oder nachher in 10 Minuten, wenn ich draußen bin, dann könnte mir das doch passieren. Und dann ist das System wieder in der alten Geschichte drin, die aber jetzt gerade gar nicht stattfindet. Ne? Und so rennen wir immer wieder vor dem direkten Kontakt weg und erschaffen das Alte und merken es einfach nicht. Und dann kommt die Kompensation natürlich. Ja, wir leiden dann und dann versuchen wir irgendwas, um dem Projizierten zu entkommen. Es ist ein einziges Chaos. Und der Ausgangspunkt ist nur hier oben. Wenn ich also projiziere unbewusst, dass ich immer verlassen werde, dann kämpfe ich an dagegen und tue alles, damit ich nicht verlassen werde. Und das, wozu führt das? Dass der andere weggeht, weil das ist nämlich nicht zum Aushalten. Oder wenn ich projiziere, dass ich manipuliert werde, dann wehre ich mich ständig gegen Manipulation und der andere erlebt dann aus seiner Sicht, wie sieht das denn aus, wie eine permanente Rebellion und Kampf gegen mich. Dann sage ich irgendwann, du lass mich in Ruhe. Und so erschaffen wir das immer wieder, bis klar ist, was hier umläuft, was ich da denke. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass das aufhört. Ja, aber es gibt eben auch, wie du eben gesagt hast, die weise Voraussicht, eben als erwachsener Mensch auf eine Situation angemessen zu reagieren. Ja, absolut, absolut. Aber wie unterscheidet man das denn dann, ob das jetzt noch ein Teil meiner Projektion ist, wenn ich zum Beispiel jemand bin, der in meinem Fall jetzt immer Gewalt oder Angriff projiziert und dann denke, ja, ich werde von den politischen Mächten irgendwann angegriffen oder eingeschränkt und kann dann meine Autonomie nicht mehr leben. Wenn das jetzt so ist, ist es keine Projektion und wenn es nicht ist, ist es eine Projektion. Und wenn das jetzt so ist, dann kann ich das als Erwachsener ja quasi draußen sehen. Dann ist es ja gar keine Projektion. So sieht's aus, genau. Ja. Das eine ist im Gedanke, es ist ein Gedankenkonstrukt. Und das andere ist über die Sinne. Genau, und das andere ist eine direkte Wahrnehmung als Erwachsener, was real da draußen ist. Das ist Kontakt mit der Realität. Und das andere ist Gedanken auf die Realität drauflegen. Ja. Und man kann das sehen, dass zum Beispiel, wenn ich am Projizieren bin, dann finde ich immer was, ja. Ich finde immer was zur Projektion. Das heißt, wenn es nicht die gesellschaftlichen Umstände sind, nehmen wir an, wir würden in so einer Art Paradies leben, was das angeht, dann sucht sich das System halt was anderes, zum Beispiel gefährliche Tiere oder keine Ahnung, Autounfälle oder Naturkatastrophen. Ich werde immer wieder das erschaffen, ja, ein übergeordnetes globales Objekt, was ja nicht mal personal ist. Also diese Dinge, ne, da kann man zum Beispiel auch schon sehen, das sind eher Dinge, die relativ früh angelegt wurden. Immer wenn es solche globalen Sachen sind, wo es sich gar nicht mal auf einzelne Sachen bezieht, ja, und das System findet immer was, ja, und dann oder es sind Asteroideneinschläge oder ja. Es wird immer das erzeugen oder erschaffen in sich, um dieses Muster wieder aufzubauen. Aber hört es irgendwann auf mit den Projektionen? Weil ich habe bei mir festgestellt, dass ich mir über meine Projektionen schon teilweise bewusst bin und die abfrage oder auch für mich selber irgendwie kläre. Aber es kommen halt immer wieder, immer weitere, sozusagen permanent eigentlich. Ja, also Projektionen dienen dazu, eine Lücke zu füllen. Wenn ich nicht in Kontakt bin, dann muss ich projizieren. Das System hält Leere und quasi
Speiseflächen schlecht aus, ja? Weil es ist immer noch besser oder für den Organismus leichter, eine destruktive Beziehung zu haben als nichts, als ein Nichts. Ja? Das heißt, wenn du nicht genug in Kontakt bist, wird dieser fehlende Kontakt mit deinen Projektionen aus der Kindheit gefüllt. Ja? So, das heißt, in dem Moment, wo du vollständig in Kontakt bist und gehen kannst, kann das System nicht mehr projizieren, weil quasi der ganze Erlebnisraum von Realität aufgefüllt ist oder gefüllt ist. Ja. Ja, und natürlich kannst du fragen, ja, deine Projektion, wenn du die Projektion gefunden hast und fragst die ab, aber es gibt da eben noch einen Punkt, ja, und das ist halt alles Sache der Therapie. Das kann man halt jetzt nicht alles in ein paar Minuten erklären, aber was zum Beispiel sein kann, ist, dass du fragst, aber dann gar nicht hörst, wie die Antwort ist. Ja, das machen Menschen, die fragen dann, aber die hören gar nicht, was für eine Antwort kommt. Die wollen das gar nicht hören. Die wollen es nicht hören, weil eben genau das alles auf den Kopf stellt. Ja, also das geht so weit, dass die teilweise das akustisch gar nicht mitbekommen. Die fragen dann, mein Kopf denkt, dass du mich angreifen willst, stimmt das? Dann kommt eine Antwort. Die kriegen das akustisch nicht mit, ja. Und wenn sie es akustisch mitkriegen, kann es sein, dass sie dann das nicht hören wollen. Sie wollen gar nicht hören, was der andere sagt, weil das würde den Kontakt herstellen. Sie wollen in ihrer Blase bleiben, aus Gedanken, wie die Kindheit war, wie das Muster ist. Also die leben nicht im Kontakt mit dem anderen, sondern die Fackeln oder das ganze Beziehungserleben ist im Kopf auf das Gegenüber, aber nicht mit dem realen Gegenüber. Das Beziehungserleben besteht darin, wie die sich vorstellen, wie der andere ist, aber nicht im Austausch. So, deswegen ist eben, funktioniert das natürlich nur, wenn ein Kontakt zustande kommt. Und damit der zustande kommt, muss ich bereit sein, demjenigen, der was zu mir sagt, der mir antwortet, zuzuhören. Und das ist für manche ein Riesenschritt. Ein Riesenschritt, das zuzulassen. Ja. Da helfe ich dann. Dann sage ich, du kannst ruhig nochmal fragen. Wieder nicht dabei war, sind sie wieder ausgestiegen, dann nochmal. Und dann kommt es irgendwann, schaffen die das zu hören? Nein, ich habe nicht vor, dich anzugreifen. Und das ist so ein Einschlag im Positiven. Das durchschneidet die ganze Kindheit, das Nervensystem, alles, was da aufgebaut wurde, bis zum Kern. Ja, weil eben das um die Kernfrage geht. Werde ich angegriffen, wenn mir jemand nahe kommt? So, und dann, wenn das ankommt, ja, dann hört das auf, weil dann muss ich nicht mehr projizieren, weil dann habe ich einen realen Kontakt. Und es kann sein, dass jemand das abwehrt durch Gedanken, ja, denn der hört dann, nein, ich will dich nicht angreifen. Und dann formt sich im Kopf etwas, um diese Aussage in die alte Story einzubauen. Zum Beispiel denkt er dann, dass der mich manipuliert. Der sagt das jetzt zwar nur, aber nachher macht das doch. Und somit kann ich quasi, lege ich einen Gedanken über diese Mitteilung, bin wieder in dem alten Muster. Weil die Gefahr gibt es ja dann angeblich immer. Der hat zwar gesagt, er greift mich nicht an, aber ich denke mir einfach aus, dass der einfach hier schauspielert und dann das nachher doch macht. So, und dann muss ich eben diesen Gedanken wieder in die Kommunikation bringen. Stimmt das, dass du mir jetzt was vormachst, dass du das nachher doch machen willst? Und dann sagt er, nein, habe ich nicht vor. So, und dann wird es mehr bröckelig. Und dann kommt, und die Ideen werden immer abstruser, ja. Und wenn man das alles in die Kommunikation bringt, dann ist das System irgendwann am Ende und dann kann es nicht mehr das abwehren und dann kommt der Kontakt zustande. Und das ist eben manchmal nicht so Okay. einfach, jemandem dabei zu helfen, ne? Weil das System das auf Biegen und Brechen nicht will. Es will diesen Kontakt nicht, weil das dann alles auf den Kopf stellt, weil dann die aufgestauten Gefühle hochkommen, weil es dann das ganze Weltbild ändert, etc. etc. Dieses, ja, wenn es so ist, wie wir es kennen, ist auf eine Art energiesparender für den Organismus, anscheinend. Also müsste ich eigentlich sagen, es sind drei Sachen: diese Geschichte finden, die Grundprojektion, das Abfragen und die Bereitschaft, auch die Antwort zu hören. Wäre ungefähr so, wie wenn ich sage, ja, ich nehme immer das Beispiel, du rufst bei der Werkstatt an und fragst, ob das Auto fertig ist, dann sagt er ja und du hältst dir die Ohren zu. Also man muss bereit sein zu hören, was da gesagt wird, weil sonst gibt es Schwierigkeiten, sonst kommt kein Kontakt zustande. Aber das ist doch so verrückt, dass sich das System so massiv dagegen wehrt.
Das ist nicht verrückt, das ist hochintelligent, weil das hat uns ja das Überleben gesichert und auch die psychische Stabilität. Der Organismus sagt einfach, ich bastel mir ein Konstrukt, mit dem überlebe ich und bleibe psychisch stabil. Ich erhalte mir eine Insel von Stabilität und wenn es später sicher ist, dann versuche ich das zu transformieren. Also es ist immer die intelligenteste, eine hochintelligente Notlösung für eine Situation in der Kindheit, die existenziell war und für die es keine Lösung gab. Ja, für diesen Bindungskonflikt in der Kindheit gibt es ja gar keine Lösung. Es gibt nur Notlösungen, mit denen wir das überleben. Aber es ist eben das Schöne, dass heute es reicht, den Kontakt herzustellen und es in den Menschen zu sehen, wenn die das einmal erleben, in der Sekunde, das ist ja auch nicht so, dass es eine zeitliche Verzögerung braucht, in dem Moment, wo der Kontakt hergestellt wurde, das heißt, wo die das hören, ändert sich die Physiologie, das im Gesicht zu sehen, in der Ausstrahlung, ja, dann kommt Freude, es ist einfach unglaublich, ja, was dann passiert. Aber wie lange hält es dann an? Wäre meine Frage. Also hält es dann wirklich irgendwann für immer an? Oder so manchmal verliere ich irgendwie, ich habe schon so viel Energie da rein investiert in ehrliches Mitteilen und Ja, wie gesagt, wenn ehrliches Mitteilen für dich nicht funktioniert, ja. dann brauchst du Traumatherapie. Dann brauchst du jemanden, der dir hilft. Ja, aber, also ich merke schon, dass es bergauf geht irgendwie, aber halt Wenn so. dein, So, ja, keine Ahnung. warum nicht Hilfe? Weißt du, wenn ein Auto kaputt ist, dann versuchst du ja auch nicht über Jahre, das irgendwie selber zu reparieren. Nein, dann sagst du, hey, das Auto ist kaputt, ich kann das nicht, ich bringe das in die Werkstatt. Da ist ein Spezialist, der macht mal so und dann läuft es wieder. Also. Why not? Ja, ist auch nicht so einfach, einen Therapeuten zu finden, halt, denke Ja, ich. das sind jetzt die ganzen Rationalisierungen. Dahinter ist natürlich eine Idee, warum du das nicht möchtest. Ja, aber ich will jetzt nicht hier zu sehr in die Sitzung Ja, abgleiten, aber okay. dahinter ist eine Idee, warum du das alleine machen möchtest. Vielleicht, weil früher niemand da war und du unbewusst glaubst, es geht nur alleine und alles, was von außen kommt, ist nicht gut und geht nicht und ist niemand als wäre. Ja, und ich sag dir einfach, das stimmt nicht. Wenn du jemanden finden möchtest, der dir hilft, ja, dann findest du den. Ja, okay. Es geht, weißt du, es geht einfach nicht alleine. Es geht einfach nicht. Ich habe es auch nicht alleine hinbekommen. Ja, danke, das berührt mich. Super, hast du noch ein Thema, über das du sprechen möchtest, oder ein Aspekt von Heilung? Schwer so aus dem Nichts, ne? Oder habt ihr noch Fragen hier? Wenn Also, man vielleicht, ja, okay. ich habe jetzt noch mal eine andere Frage, jetzt nicht zum bestimmten Thema, sondern einfach, du hast ja mal eine Ausbildungsreihe, nein, du hast einmal Therapeuten ausgebildet, ob du das noch mal machen würdest. Wahrscheinlich nicht. Ja, so hatte sich das beim letzten Mal schon fast angehört. Ich wollte es nur noch mal sicherstellen. Weiß nicht, letztlich weiß ich es nicht, aber das war für mich so eine große Belastung und so schwierig, letztlich auch großartig, auch toll. Aber das weiß ich nicht, ob ich da nochmal die Energie für habe. Okay. Weil der Punkt ist eben, das war eben keine Ausbildung, einfach damit ich jemanden oder den Therapeuten eine Methode, so geht die Methode, macht das mit euren Klienten, sondern ich habe ja in den 2 Jahren
wie viel waren es zum Schluss? 21, glaube ich. Ich musste ja wie 20 Therapien gleichzeitig parallel machen und dann noch das Fachliche und noch die Theorie beibringen. Ja? Also die persönliche Transformation von 20 Leuten. Ja, und dann die Gruppenprozesse noch. Und also vielleicht ist das Modell auch so nicht, ist es nicht gut, also nicht das Idealmodell. Vielleicht müsste man das trennen. Erstmal 2 Jahre nur persönliche Transformation, dann Theorie und dann Anwendung der Methode. Ich habe das halt in 2 Jahren alles zusammen gemacht. Ist halt, ja, hat funktioniert super. Jetzt die machen das top, ja. Aber für mich war das einfach too much. Okay. Super, du wolltest eben doch noch zu etwas ansetzen, zu sagen. Ja, mir ist einfach klar geworden, dass wenn man Therapie macht, dass es einfach wichtig ist, dass man sich klar macht, es geht eigentlich immer nur um die Herstellung von Nähe und Distanz. Und dass derjenige lernt oder realisiert, er kann heute Nähe und Distanz selber steuern. Und für viele muss das in der Therapie so beginnen, dass die erstmal physisch lernen, Distanz zum Therapeuten herzustellen und wieder näher zu kommen. Das heißt zum Beispiel den Stuhl weiter wegzurücken und dann wieder näher zu kommen, aus dem Raum kurz rauszugehen und dann wieder reinkommen. Aber eben sozusagen dabei im Kontakt bleiben, weil das ist ja dann meistens aufgesplittet. Die sagen dann, wenn ich Distanz herstelle, dann führt das zur Trennung. Und im Therapiesetting muss eben erfahren werden, dass ich heute Distanz herstellen kann und im Kontakt bleiben kann. Ich kann also zur Tür rausgehen, in den Nebenraum und immer noch mit dem Therapeuten reden. Und dann kommt was zusammen, was als Kind vielleicht nie zusammenkam. Und in meiner Erfahrung ist, dass es in Therapien oft nicht gesehen wird oder eben nicht etabliert wird, dass ich das zuerst in dem Organismus etablieren muss, weil sonst bringt es nichts, irgendwie höhere Schichten zu bearbeiten, wie ja, im Kopf und Kognition und Emotionen. Zuerst muss klar sein, zuerst muss der Organismus realisieren, dass er heute physisch Nähe und Distanz selber steuern kann. Das ist aus meiner Sicht die Grundlage jeder Therapie. Und das wird oft übersehen, habe ich das Gefühl. Ja, man setzt sich oder ne, das Setting ist vorgegeben, da ist der Stuhl, da vom Klient, da ist vom Therapeut, und dann wird geredet und es passiert alles was, aber vielleicht fühlt sich der Organismus mit dieser Nähe nie sicher, ja, und ist dauernd in der Not. Reaktion, ja, das glaube ich, ist vielleicht noch wichtig. Würdest du dazu auch zählen, die Vereinbarung von Terminen, dass die komplett in der Hand des Klienten liegt, dass man sagt, der Klient entscheidet das? Also und Na, das. keine. Hört, seht ihr mich noch? Ja, hörst du mich? Ich habe leider nichts von dem mitbekommen, was du gesagt hast. Du müsstest bitte noch mal wiederholen. Zählt dazu auch die Terminvereinbarung, also zu diesem Distanzvorgang, dass der Klient quasi selber immer entscheidet, so, ich möchte jetzt Kontakt haben, ich entscheide, wann ich kommen möchte, natürlich in Verabredung mit dem Therapeuten, aber so, dass man dem Klienten nichts aufdrückt und sagt, du musst jetzt einmal im Monat kommen oder alle Ja, zwei Monate, ne? absolut. Ja, Ja. gut, dass du sagst Zeit und Raum. Ne? Ich kann Distanz in Zeit und in Raum erzeugen. Da muss man natürlich aufpassen, weil ich kann über Zeit außergehen, dann hat der Therapeut keine Kontrolle, der hat kein Steuerungsmittel, ja? Wenn der Klient dann einfach sich nicht mehr meldet. Das ist sozusagen dabei schwierig. Das geht halt bei dieser räumlichen Geschichte nicht. Da kann ich als Therapeut ja dann immer sozusagen dann rausgehen und gucken, hey, bist du noch da, und ihn wieder reinholen. Da habe ich dann einfach keine Kontrolle. Ne? Aber vom Prinzip absolut, ja, absolut. Gehört dazu. Okay. Ja, Gopal, dann vielen, vielen Dank für dieses informative und auch sehr lebendige Interview. Ja, einfach, ich habe das Gefühl, dich zu sehen und zu hören, ist einfach schon heilsam, egal ob man es alles versteht oder nicht. Ja, ist einfach schön. Ja, vielen Dank. Freut mich, dass das geklappt hat. Okay. Dann auch danke dem Team für die Fragen und das Dabeisein. Danke Und auch.
Danke. Danke, ja. Gut. Okay, dann Dann sage bis ich mal. vielleicht ein andermal wieder. Ja, gerne. Okay, Also gute ciao. Zeit. Ja, Tschüss. ciao.